Ja, hallo liebe Leute, es gibt wieder Neuigkeiten von unserer verrückten Stalkerin. Ja, sie hat Rechtsanwalt Vogt im Internet bewertet und hat wieder eine Lüge nach der anderen geschrieben, die wir jetzt gerne mal wieder auseinandernehmen wollen. Und das lese ich euch auch gerne vor. Ist überhaupt kein Problem. So, wir haben hier einmal vor 2 Wochen. Herr Vogt hat meine Schwester, die psychisch krank ist, zu immer weiteren Gerichtsverfahren gedrängt. Dazu kann ich natürlich nichts sagen, da war ich ja nicht dabei. Mittlerweile bin ich die gesetzliche Betreuerin. Dabei stellte ich fest, dass er mindestens eine Abrechnung einer privaten Krankenkasse nicht an den Gläubiger weitergeleitet hat. Hä? So, wenn sie doch die gesetzliche Betreuerin ist und ein Einwilligungsvorbehalt gegen ihre Schwester gibt und sie für alle Angelegenheiten zuständig ist, also auch für die Überweisungen. Was hat Rechtsanwalt Vogt dann damit zu tun? Was hat der Herr Vogt damit zu tun? Das ist so ihre Versäumnis gewesen. Ja, ich habe den Eindruck, dass unsere verrückte Stalkerin jetzt Rechtsanwalt Vogt die Veruntreuung von Geldern in die Schuhe schieben möchte. Oh. Weil wir das ja schon bewiesen haben. Gut, dann lesen wir mal weiter. Er wurde mehrfach von meinem Anwalt aufgefordert, darüber Rechenschaft abzugeben, ohne Erfolg. Also so wie ich Rechtsanwalt Vogt kennengelernt habe, gehe ich davon aus, wenn er einen Brief bekommen hätte, dann hätte er auch darauf reagiert. Wahrscheinlich bildet unsere Stalkerin sich das mal wieder ein, weil sie einen Sündenbock für ihre Straftaten sucht. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Ja, würde ich auch so sagen. So, dann lesen wir mal weiter. Zurzeit bekräftigt er seine Mandanten, Herrn Klaus Roth und Frau Stefanie Fischer. Sie weiß jetzt, wie man meinen Vornamen schreibt. Immerhin, das hat unsere Stalkerin jetzt gelernt. Bestärkt er seine Mandanten, mich zu stalken. So, also. Wir haben ja bereits bewiesen, dass unsere Stalkerin uns stalkt und nicht andersrum. Naja, ich weiß nicht, wieso sie diese Verleumdungen immer und immer wieder schreibt. Es haben doch alle gesehen, dass sie uns stalkt. Also, naja, das ist wahrscheinlich irgendwas, was ihre Persönlichkeiten nur verstehen, ne? Und, Rechtsanwalt Vogt, das wollte ich nochmal erwähnen. Wir sind zu Rechtsanwalt Vogt gegangen, weil unsere Stalkerin uns gestalkt hat und wir Hilfe brauchten. Deswegen sind wir zu ihm gegangen. Ja. Es ist interessant, dass sie das jetzt so auslegt, dass Rechtsanwalt Vogt uns darin bestärkt. Warum sollte der Mann das tun? Mal ehrlich, der Mann ist 79 Jahre alt, der schwimmt in Geld, der arbeitet nur noch, weil er Spaß hat. Warum sollte er das bitte schön tun, liebe Stalkerin? Frage mich auch, warum er es tun sollte. Es sind wieder irgendwelche Wahnvorstellungen von unserer psychisch kranken Stalkerin. Ja. Aber dazu kommen wir ja gleich noch. Unsere Stalkerin macht sich ja jetzt auch noch selber schlecht. Gut, weiter. Da war ich zu weit. Mich zu stalken und hat das Wissen, welches er durch die Vertretung meiner Schwester gewonnen hat, an Frau Fischer und Herrn Roth weitergegeben. So ist das auch nicht. Wir haben Rechtsanwalt Vogt als Zeugen angegeben, das ist richtig. Denn er musste sie ja wie oft aus seiner Kanzlei schmeißen, weil sie durchgedreht ist? Bestimmt zweimal. Ja. Und deswegen haben wir ihn als Zeugen angegeben. Und das ärztliche Gutachten, dass sie eine gespaltene Persönlichkeit sind, davon wusste der Klaus wohl. Er hat nur einfach nicht mehr dran gedacht und Rechtsanwalt Vogt wusste, dass Klaus das weiß und hat ihn nur wieder dran erinnert. Im Prinzip haben die beiden nur darüber gesprochen. Klaus wusste davon. Rechtsanwalt Vogt hat nichts erzählt, was Klaus nicht mitbekommen hat oder was Simone ihm nicht erzählt hat. Um das jetzt mal ganz klarzustellen, dass sie den Anwalt jetzt auch noch verleumden. Die Bescheinigung ging nur noch vor, dass sie eine schwierige Person ist. Schwierige Persönlichkeit, genau. Ja. Und dann geht's weiter. Ich kann nur jedem empfehlen, einen großen Bogen um Herrn Vogt, Frau Fischer und Herrn Roth zu machen. Boah. Tja, warum sollte man um uns einen großen Bogen machen? Wir sind keine 6-köpfigen Lachse mit Faunfedern. Wir verleumden niemanden, wir bedrohen niemanden, wir stalken niemanden. Wir machen überhaupt gar nichts. Wir wehren uns hier einfach nur. Ja. Und Rechtsanwalt Vogt lässt sich das einfach nur nicht gefallen, dass sie ihn verleumden und ständig mit hier reinziehen. Ja. Gut, weiter. Achso, ja, wenn Sie sich ein Bild machen wollen, geben Sie im Internet einfach Klaus Roth Dortmund ein. Viel Spaß. Ja, also ich finde das gut, dass Sie das den Leuten sagen, dass sie gucken sollen. Dann sehen wenigstens alle, die noch nichts gesehen haben, die Beweise gegen Sie, liebe Stalkerin. Also das können Sie gerne weitermachen. Ja. Gegen Herrn Roth und Frau Fischer ist mittlerweile eine einstweilige Verfügung vom Amtsgericht Dortmund erlassen worden. Der gleiche Wünsche von Ihrer Rechtsanwältin in Herne,
Ja, und von Richter Lauterbach, also mal ehrlich, das hat doch jeder gesehen. Der kennt sie doch nicht, der Herr Lauterbach. Ist doch alles schwachsinnig. Außerdem haben wir auch schon gesagt, dass es interessant ist, dass die Beschwerde über Richter Lauterbach angekommen ist. Den Widerspruch, den wir eingelegt haben und den Anhörungstermin, den wir gefordert haben, der ist komischerweise aus dem Umschlag verschwunden. Oh. Also weiß auch jeder, was man von Richter Lauterbach zu halten hat, ne? Genau. Aber auch hier bekommen Sie von Herrn Vogt genau gesagt, was Sie noch dürfen und was nicht. Ah ja, ist das so? War sie dabei? Boah. Tja, ich weiß auch nicht, das sind wieder Wahnvorstellungen. Rechtsanwalt Vogt, wir gehen nicht bei Rechtsanwalt Vogt ein und aus, so wie Sie bei der Polizei oder bei Ihren 1000 Anwälten. Also, ja, jetzt hat sie den noch von Berlin, weil ich keiner mehr helfen will. Ja, weil Sie alle schon gesehen haben, dass sie überführt ist. Ja, klar. Es riskiert doch keiner mehr seine Existenz für Sie. Die Ärmste. Aber es geht ja noch weiter. Ich habe mittlerweile die Anwaltskammer angeschrieben. Das weiß Rechtsanwalt Vogt auch, wie Sie ja gelesen haben. Hm. Ich bin gespannt, ob seine Anzeige auch fallen gelassen wird. Hm. Außerdem haben wir ja genügend Beweise, die wir Rechtsanwalt Vogt gerne zur Verfügung stellen. Ja. Ich kann es wirklich nicht glauben, dass ein Rechtsanwalt, der sogar mal Notar war, so abrutschen kann. Oh. Mal ehrlich, wer hält dich denn hier für einen sechsköpfigen Lachs mit Faunfedern? Und wer ist denn hier abgerutscht? Also, Eine Biene. Oh. Und der politisch Verfolgte ist auch noch. Oh. Ehrlich? Arme Frau. Nachtrag. Nachdem ich am heutigen Tag, am 28.09. einen Brief von Herrn Vogt bekommen habe, mit der Aufforderung, diesen Text zu löschen, logisch, das sind ja alles nur Verleumdungen, sind in den letzten Tagen neue Videos hochgeladen worden. Frau Fischer teilt in einem Video mit, dass Herr Vogt es mir schon zeigen werde. Ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, aber im Prinzip habe ich damit nur sagen wollen, dass er sie für ihre Straftaten zur Rechenschaft ziehen wird. Ja. Ist das wieder eine Straftat in Ihrem Wahn oder was bilden Sie sich jetzt wieder ein? Ich finde es dann irgendwie bedenklich, wenn sich ein Mensch ständig bedroht fühlt, egal was man sagt oder tut. Ja. Selbst wenn man sich nur wehrt gegen seine Stalkerin, fühlt unser sechsköpfiger Lachs sich schon bedroht. Ach, ehrlich? Also irgendwie sind das wirklich Wahnvorstellungen. Mhm. Oder wollen Sie uns jetzt auch noch unterstellen, dass wir gewalttätig sind? Also, Sie bringen das auch noch. Also. Mhm. Gut. Herr Roth steht in einem Videogrinsen vor dem Anwaltsschild des Herrn Vogt. So, dann haben wir hier noch eine andere Seite, wo steht, in denen Herr Roth zum Beispiel vor ihrer Kanzlei steht und grinsend mir droht. Also ist das jetzt eine Drohung, wenn man vor einer Anwaltskanzlei steht und ein Foto macht? Das ist für Sie eine Bedrohung? Ach, hören Sie mal, Sie sollten mal stärkere Pillen nehmen. Also irgendwie scheinen die nicht mehr zu wirken. Ach du Scheiße, was ist die fertige Frau? Ja. Gut, aber wir haben ja noch mehr, wir sind noch gar nicht fertig. Ja. Und dann, das kommt das Beste, sämtliche Videos sind gespeichert und werden auf der Anwaltskammer zur Verfügung gestellt. Oh. Das finden wir sehr gut, liebe Stalkerin. Ja. Das ist gut, weil dann sehen die Leute nämlich die Beweise gegen Sie. Also wenn Sie uns helfen wollen, die Videos zu verbreiten, dann machen Sie weiter, Sie haben unsere Erlaubnis. Ja, selbstverständlich. Okay, im Übrigen hat Herr Vogt mich tatsächlich auch selbst mal vertreten. Dazu kann ich nichts sagen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wenn er sie zweimal aus der Kanzlei geworfen hat, dass er sie irgendwann mal vertreten hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, da war bestimmt, wo sie sich selbst verklagen. Ach ja, er wollte sich selbst verklagen, ne? Ach so, ja. Auch hier hat er seine Schweigepflicht verletzt. Das ist wieder eine Verleumdung, gehe ich von aus. Ich finde es mehr als unerträglich, meine langjährige Freundschaft mit einem mittlerweile verstorbenen Lehrer zu verunglimpfen. Sie meinen Sie die langjährige Freundschaft zu seinem Geld oder was meinen Sie jetzt genau? Der Häuschen auch noch und viele Tage. Oh. So, lieber Herr Vogt, alles, was ich hier schreibe, entspricht der Wahrheit. Ja? Ich glaube, unsere Stalkerin kennt die Bedeutung des Wortes Wahrheit nicht. Das würde sie nicht so viele Lügen und Verleumdungen verbrauchen. Ja, nur wenn man ein Meineid schwört. Obwohl sie längst überführt ist in der Öffentlichkeit. Ja. Während sie ihre Mandanten offensichtlich immer weiter ermutigen, Lügen über mich zu verbreiten. hallo, liebe Stalkerin, huhu, machen Sie mal das Licht hier oben an. Wir haben Beweise für das, was wir sagen. Haben Sie ja immer noch nicht kapiert? Sie gespaltene Irre? Ja. Lügen, um mich zu verbreiten. Wenn Sie auch nur etwas Ehre in sich haben, wissen Sie, was zu tun ist. Wenn nicht, sehe ich einer gerichtlichen Klärung gelassen. Ja, klar, wenn man gegenüber. Richter, ja, klar, wenn man korrupte Richter hat, ne, dann meint man immer, man müsste gewinnen. Aber eines Tages ist es auch noch vorbei. Ne? Ein sechsköpfiger Lachs redet von Ehre. Und dann frage ich mich ja, haben Sie mit Richter Lauterbach schon alles abgesprochen, wie die Verhandlung ausgeht? Oder wieso sehen Sie die gelassen entgegen? Ja. Also wir haben genügend Beweise und jeder objektive Richter, der würde Sie so wahrscheinlich sofort einsperren. Wegen den vielen Straftaten, die Sie hier begangen haben. So, es geht ja noch weiter. Das war vor 6 Tagen.
Die Videos, die Frau Fischer und Herr Klaus Roth jeden Tag über mich posten, sind Ihnen bekannt. Und Sie unterstützen die Verleumdung gegen mich. Verleumdung, wie gesagt, wir haben alles bewiesen. Wir werden gleich auch nochmal die Beweise filmen, wenn Sie darauf bestehen, liebe Stalkerin. Und Rechtsanwalt Vogt kennt die Videos nicht, weil er überhaupt keine Ahnung von Computern hat. Das können seine Assistenten auch im Notfall bestätigen. Also wieder eine Verleumdung. Oder vielleicht auch Wahnvorstellungen. Die Videos liegen der Staatsanwaltschaft vor. Na, das wollen wir doch mal hoffen, ne? Ja. Dann sehen die endlich, was mit ihnen ist. In denen Herr Roth zum Beispiel vor ihrer Kanzlei steht und grinsend mir droht. Ach, ist das schon bedroht, wenn man will? Ja, und jetzt kommt's noch, jetzt geht's weiter. Offensichtlich vertreten Sie ja gerne psychisch Kranke, da man diese ja schön für die eigenen Zwecke instrumentalisieren kann. Psychisch krank, ein sechsköpfiger Lachs, der eine nachgewiesene gespaltene Persönlichkeit ist, sagt über zwei Menschen, die lediglich Depressionen haben, dass sie psychisch krank sind. Ja. Kann es eventuell sein, liebe Stalkerin, dass Sie sich selber nicht ernst nehmen und sich selber gerade verunglimpfen? Du Scheiße. Ohne Worte. Ja, geht noch weiter. Sämtliche Videos kann man sich anschauen unter Klaus Roth Dortmund. Wir finden das wirklich toll, dass Sie für uns Werbung machen, für unsere Beweise. Danke. Besonders gefällt mir das Video mit dem Baseballschläger. Diesen Baseballschläger, und das haben wir gesagt, haben wir uns zu unserem Schutz angeschafft, da die Polizei sich weigert, uns in einem Notfall zu helfen. Und da ich nicht bereit bin, noch meine Anzeige wegen Missbrauch von Notrufnummern in Kauf zu nehmen, wenn wieder eine Notsituation vorliegt, haben wir uns diese Baseballschläger besorgt und das haben wir auch gesagt. Ja, weil die Dame gefährlich ist. Wir haben das Recht, uns in einer Notfallsituation zu verteidigen und das können Sie uns nicht verbieten. Das geht gar nicht. Die wollte doch ihre eigene Schwester umbringen. Ja, es kommt noch weiter. Oder wenn sich beide in der Wohnung meiner Schwester ausbreiten. Boah. Obwohl meine Schwester ihre Mandantin war und sie genau wissen, wie Herr Roth sie ausgenutzt hat. So. Oh. Also, nochmal, da Ihre 100 Persönlichkeiten das nicht verstehen. Herr Roth hat 7.900, war das? 7.900 Mietvorauszahlungen. Richtig. Er hat Wohnrecht bis Ende nächsten Jahres. Sie, liebe Stalkerin, haben Klaus Roth jeden Monat das Geld aus der Tasche gezogen, genauso wie Ihrer Betreuten. Das ist schon mal Fakt. Klaus hat jeden Monat, was war das, 400 oder 500 Euro bezahlt. 500 Euro. Sie haben noch Pflegegeld für beide kassiert. Simone hat, weiß nicht, 10 Euro im Monat Taschengeld bekommen, obwohl ihr mehr zugestanden hätte. Und von dem bisschen Geld, das der Klaus noch übrig hatte, haben sie beide gelebt und haben beide auch noch den Sprit bezahlt. Also jetzt passen Sie mal auf, Sie gemeingefährliche Irre. Machen Sie sich endlich mal die Beweise klar. Huhu, was ist los mit Ihnen? Ist da überhaupt noch irgendwas drin aus der Luft? Also, wir haben alles bewiesen. Was denken Sie, was Sie mit diesem geistigen Dünnschiss hier noch erreichen? Außer, dass Sie den Leuten und uns gewaltig auf die Nerven gehen, weil wir immer und immer wieder dasselbe sagen müssen. Ja. Es haben doch alle gesehen. Was ist los mit Ihnen? Sind Sie wirklich so weit ab der Realität, dass Sie das nicht mehr begreifen, dass Sie schon 50 Mal überführt worden sind von uns? Oh, wir sind aber noch gar nicht fertig. Und übrigens, wie gesagt, ich bin die Pflegerin von Herrn Roth. Ja. Ich muss mich hier aufhalten. Und ich habe Simones Erlaubnis, die hat sie mir auch nie entzogen. Also halten Sie sich endlich aus Dingen raus, die Sie überhaupt nichts angehen. Richtig. Genau. Ich kann nur wiederholen, schämen Sie sich. Und den Lesern dieser Rezession machen Sie sich ein eigenes Bild. Das kann Ihnen passieren, wenn Sie sich mit Rechtsanwalt Vogt anlegen. Das kann passieren, wenn man sich mit unserer Stalkerin anlegt. Ja, genau. Aber jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Punkt. Ja. Und zwar ist das letzte, was ich jetzt vorgelesen habe, vor 6 Tagen gemacht worden, wo der erste Satz ist, die Videos, die Frau Fischer und Herrn Roth jeden Tag über mich posten. Ah. Da sagen wir jetzt mal was zu. Wir haben in der letzten Zeit entweder unsere Stalkerin gesagt oder Jeva Igbebaye. Ach. Wer ist denn Jeva Igbebaye? Ach, hat sie sich jetzt verraten, dass sie eine Stalkerin ist? Fühlen Sie sich etwa angesprochen, wenn wir Stalkerin sagen? Tja, liebe Stalkerin, das war ein Schuldeingeständnis. Ja. Sie haben hiermit ganz klar bewiesen, was wir eigentlich schon vorher getan haben, dass Sie uns stalken. Richtig. Ja, also, Sie sind geisteskrank. Liebe Stalkerin, wollen Sie mich jetzt wieder wegen Beleidigung anzeigen? Weil man hier in Dortmund kann man ja eine Person wegen derselben Straftat ja mehrmals anzeigen. Ja. Die Frage ist nur, ist sie wirklich so doof und geht jetzt zur Polizei und zeigt mich wegen Beleidigung an, weil ich gesagt habe, unsere Stalkerin ist geisteskrank? Ja, könnte passieren. Ob Ihre Freunde das wohl verstehen, dass das dann ein Schuldeingeständnis ist? Ja. Wissen Ihre Freunde eigentlich, dass Sie schon wieder aktiv geworden sind und Rechtsanwalt Vogt verleumdet haben? Ja. Rechtsanwalt Vogt hat ja geschrieben, Gegenerstellung von Rechtsanwalt Vogt.
Die Behauptungen der Frau Anja gepostet unter dem Namen Anja B. sind insgesamt unrichtig. Gegen Frau K. wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Dortmund erstattet. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, ne? Das müsste ja unsere Anzeigen untermauern. Und wenn Sie unsere Videos an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet haben, dann wissen die ja, dass Sie bereits mehrere Straftaten begangen haben. Ob die jetzt immer noch unterm Tisch kehren, wenn Rechtsanwalt Vogt Anzeige erstattet? Ja, Stalkerin, vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, dass Sie es zugeben, dass Sie unsere Stalkerin sind. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, aber ich habe aber noch was zu sagen. Wir werden jetzt nochmal ein Video hochladen, weil Sie stehen anscheinend darauf, dass wir das tun. Sie haben ja kein Leben mehr, außerhalb Ihrer Stalking-Opfer, wo wir nochmal ein paar Beweise für Sie filmen werden. Aber ich denke mal, wir können das noch 100-mal machen, die wird das trotzdem nicht begreifen. Nee. Ja, naja. Ja, und warum wird sie trotzdem noch beschützt? Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwann wird das ein Ende haben. Ja. Irgendwann auf jeden Fall, weil wir werden durchhalten. Die Aufmerksamkeit wird immer höher. 800 Aufrufe innerhalb von, du hast gesagt, eine Woche hast du die Homepage jetzt online? Ja, ungefähr eine Woche, ja. Das ist nicht schlecht, ne? Und wir werden nicht aufhören, bis alle Bescheid wissen. Und wir werden so lange die Aufmerksamkeit auf Klaus' Homepage lenken, bis irgendjemand kommt und der ganzen Sache hier ein Ende setzt. Bis gleich, liebe Stalkerin. Und vergessen Sie nicht, mich wegen Beleidigung anzuzeigen, Sie gespaltenes Dreckstück.